Und Lisa Knittel ist auf dem Gelände des Wacken-Festivals. Wie läuft denn die Anreise, Lisa? Ganz hervorragend, wie du siehst. Es ist schon relativ voll auf einem der Campingplätze. Und das hat gleich zwei Gründe. Erstmal läuft es staufrei, weil es gab den Sonntag als zusätzlichen Anreisetag, also gestern. Und dann wurde ein neues System eingeführt. Das ist gerade im Vorsitzer leicht angeklungen. Und zwar muss jeder, der mit dem Pkw anreist, im Vorhinein festlegen, an welchem Tag möchte ich denn nach Wacken. Und dann einem bestimmten Symbol folgen, das ihm, wenn er sich für den Access Pass registriert hat, zugewiesen worden ist. Ich habe da mal was vorbereitet. Man muss dem Zauberbuch folgen, dem Schlüssel oder dem Hexenhut. Und diese drei Symbole gelten als Wegeschilder und führen auf drei verschiedenen Routen zum Campinggelände. Und das hat dazu geführt, dass die Anreise wirklich entzerrt stattfinden kann und konnte bisher. 30.000 Festivalbesucher sind schon hier. Bis heute Abend werden noch mal so viele Pkw erwartet. Und dann könnten schon 60.000 Wacken-Fans hier auf Wacken sein. Na, und wir hoffen, dass das alles reibungslos läuft. Vielen Dank, Lisa Knittel, für diese Information.